So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was soll ich sagen, die Spezialforschung mit Team Go Rocket ist zu Ende, beziehungsweise habe ich vorhin das letzte Kapitel hochgeladen. Ich war natürlich schon ein paar Tage eher fertig, wollte aber trotzdem jeden Tag immer nur ein Kapitel hochladen, um die Leute nicht zu überfordern. Manche haben da ja länger gebraucht, manche haben schon am ersten Tag alles gemacht, wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich sagen, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, immer neue Herausforderungen, neue Aufgaben zu bekommen, rauszugehen. Es soll sich ja wie gesagt um eine monatliche Spezialforschung halten, drehen. Es wird auf jeden Fall eine monatliche Spezialforschung. Und wie ich schon im sechsten Kapitel beim Fazit gesagt habe, wir sind gespannt, ob es beim nächsten Mal wieder Arktos gibt oder ob es dann schon ein Lavados oder Zapdos gibt, das jeden Monat ein anderer Vogel als Krypto-Pokémon-Legendäres released wird. Jetzt also das Team Go Rocket Event auch zu Ende. Seit gestern Abend 22 Uhr wird euch sicherlich aufgefallen sein. Die Spawns haben sich verändert. Smogon und Rattan sind wieder seltener geworden. Auch Mauzi ist wieder weg als vermehrter Spawn. Und die Raids haben sich natürlich geändert. Es wird jetzt spekuliert, dass vielleicht heute Abend ab 22 Uhr ein kleines Mini-Event stattfinden soll, um die neuen Gala-Formen von ein paar Pokémon ins Spiel zu bringen, wo eben dann auch Smogmog eine Rolle spielt oder eben Zickzacks und Geradax, weil jetzt Schild und Schwert veröffentlicht wurden, die neuen Pokémon-Spiele. Und ich habe mir gedacht, werden wir natürlich auch was Tolles machen, denn als Fazit und als Event-Schluss vom Rocket Team Go Rocket Event, wenn man es so nennen möchte, wollen wir mal die typischen Team Go Rocket Shinies entwickeln. Dazu nehme ich mir mal mein Handy hier zur Hand. Da habe ich auch gerade noch einen Arena-Ordner erhalten, wie ihr seht. Silber, wenn das Silber ist, auf jeden Fall. Wir geben jetzt hier einfach mal Rattan ein, denn Rattan gab es ja überall an jeder Ecke. So viele Leute haben Shiny Rattan bekommen. Ich habe diesmal keins gekriegt, habe aber auch nicht wirklich danach gesucht, denn ich hatte schon vom letzten Mal, als Smogon und Rattan vermehrt da waren, zwei Stück bekommen. Wie so oft habe ich dann immer alle Shinies auf der Hand und weiß immer nicht, was ich damit machen soll oder wann ich die entwickeln soll. Jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, themenbezogen eben zum Ende des Team Go Rocket Events. Und ihr wisst ja, wie wir es machen. Das Kleine lassen wir immer so, wie es ist. Das Größere entwickeln wir. Die IVs sind egal, da gucken wir sowieso nicht drauf. Aber das höhere Level wird immer entwickelt. Hier habt ihr also eins mit WP60. Da drücken wir einmal drauf. Machen Sie mal kurz noch ein Stück lauter. Ja. Das hat so einen komischen Sound einfach nur. Und das höhere von beiden wollen wir natürlich entwickeln zu Arbok. Damit der Schatten weg ist und der Shiny Dex natürlich weiter befüllt ist. Denn ich sage die ganze Zeit, ich habe alle Shinies, aber was bringt es mir, wenn ich die noch nicht entwickelt habe und die Familie in dem Sinne nicht vollständig ist. Arbok hätte ich die ganze Zeit also entwickeln können, diese goldene Cobra, was es ja ist. Die sieht eigentlich richtig brutal aus. Guckt euch die an. Habt ihr auch ein Shiny Rattan bekommen und ein Shiny Arbok? Sammelt ihr die ganzen Familien? Wie immer die Fragen natürlich, schreibt's mal in die Kommentare. Dann als zweites, was noch wichtig ist, neben Rattan und Arbok, natürlich Smogon. Da haben wir nämlich auch zwei, auch von diesem Mal keins, vom letzten Mal noch. Da ist der Unterschied nicht so groß. Das ist sozusagen also das kleine Smogon, was wir so lassen werden. Und da finde ich es besonders cool, die Farbe und vor allem auch die Farbe vom Rauch, dass die so anders ist. Das lassen wir also so. Das Größere werden wir wieder entwickeln zu Smogmog. Wie gesagt, es kann sein, dass heute Abend bei einem Mini-Event eben die Gala-Form von Smogmog erscheint mit diesem Zylinder, was ein Typ Fee sein soll. Das ist nicht offiziell, wäre aber irgendwie interessant, dass noch was kommen sollte jetzt zur Veröffentlichung von Schwert und Schild. So, da haben wir auch das Smogmog. Ihr seht immer noch der Rauch. Richtig genial auf jeden Fall. Der Shiny Dex wächst und wächst. Und jetzt das besondere Highlight natürlich zum Ende, denn Shiny Mauzi wurde released. Und da geben wir auch mal Mauzi ein, suchen das. Aber ihr seht, bei Mauzi habt ihr eigentlich, da weiß ich nicht, habt ihr eigentlich gar keinen Unterschied. Ihr seht hier normales Mauzi. Ne, wo müssen wir denn hin? Guck mal hier an.
Hier habt ihr ein normales Mauzi. Hier habt ihr ein Shiny Mauzi. Auf den ersten Blick sehen die so gleich aus, aber ihr seht natürlich, die Ohren sind ein bisschen kräftiger, die Füße sind ein bisschen dunkler, kräftiger. Generell ist das ein bisschen blasser, das ein bisschen stärker, wenn ihr das rumdreht. Ihr seht auch hier den Schwanz. Der ist so leicht bräunlich. Hier ist er dann eher so rötlich, weinrot, wenn man das so sagen will. Wir aber haben auf jeden Fall wieder zwei Mauzi, zwei Shiny Mauzi. Das ist das kleine, was wir so lassen werden mit 616 WP. Und das größere von beiden mit 633 wollen wir wieder entwickeln zu Shiny Snobillicat. Da ist kein Schatten unten gewesen, denn wir haben ja im Zuge des Halloween-Events dann ein Alola Shiny Mauzi zu Alola Shiny Snobillicat entwickelt. Deshalb ist hier kein Schatten mehr. Das war ja die ganzen Unlichter, Unlicht-Shinies und Geist-Shinies, die wir entwickelt haben. Jetzt eben alle Team Go Rocket-Shinies und theoretisch könnten wir immer so ein paar Folgen machen, wo wir ein bestimmtes Thema nehmen. Alle Gift-Shinies und Pflanzen-Shinies oder sowas. Alle Feuer- und Eis-Shinies, obwohl ich hatte ja diese Pool-Party zu Ismos Geburtstag, wo wir alle Wasser- und Eis-Shinies entwickelt haben. Wenn es aber passt, werden wir natürlich öfters sowas machen, dass die Shinies alle entwickelt werden. Die möchte ich nämlich nicht einfach nur für mich entwickeln, die möchte ich in der Folge zeigen, weil viele wissen gar nicht, wie das Shiny aussieht und wissen erst recht nicht, wie die Weiterentwicklung aussieht. So auf jeden Fall interessant, wenn man sieht, was der Unterschied ist zwischen den normalen, den Shinies und wie die ganze Familie aussieht, wenn man die am Ende dann auf der Hand hat. Dann müsste ich eigentlich auch noch ein paar Folgen machen, wie ich die Kryptowelle Nummer 4 entwickle und zeige und die fünfte Kryptowelle, also das ist so viel passiert in diesem ganzen Team Go Rocket Event. Ich habe da ja auch Folgen dazu gemacht, wie ich von jedem Krypto-Pokémon auch die Familien sammle, die auch durchentwickle und jede Welle, die ankam, immer alle gefangen habe, die ganzen Familien weggefangen habe, wenn die vollständig waren, dann die normalen Kryptos mit Familien gezeigt und entwickelt. Mittlerweile ist jetzt die vierte und fünfte Welle schon draußen. Also ich habe noch einiges nachzuholen, da wird in den nächsten Tagen natürlich noch einiges auf euch zukommen. Habt ihr auch ein Shiny Mauzi bekommen? Habt ihr ein Shiny Rattan bekommen? Habt ihr Shiny Smogon bekommen? Wie fandet ihr das, die Spezialforschung? Wie fandet ihr das Event rund um Team Go Rocket? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.